Mir auch einen schönen guten Abend. Ich hoffe, mit der Technik funktioniert es so alles. Vielen Dank für die Einladung an den Moritz und auch an die Gruppe. Ich komme immer wieder gerne nach Bremen, aus ganz verschiedenen Gründen. Aber ein Grund ist, dass ich, wenn ich ansonsten irgendwo eine Veranstaltung habe, ich immer die dicken Broschüren der Assoziation der Letalpe mitschleppen muss. Und wenn ich nach Bremen komme, dann kann ich mir das sparen, weil ihr habt die ja schon hier. Ich bin so ein bisschen asthmatisch, allergisch angeschlagen, deswegen kann es sein, wenn ich zu viel huste oder krächze, dass ich dann irgendwann mal auf diese Bonbons zurückgreife. Ansonsten hoffe ich, dass ich den Abend einigermaßen überstehe. Dieses Thema Verschwörungstheorie war bis vor ein paar Jahren gar nicht so wahnsinnig wichtig oder eher eine Sache von Spezialisten. Erst im Zug der Wahlerfolge diverser nationalistischer und neofaschistischer Gruppen, vor allen Dingen aber auch der Wahlkampf von Donald Trump, der da ausgiebig Gebrauch gemacht hat von Verschwörungstheorien, ist es so ein richtiges Thema geworden, zu Recht auch. Das Problem ist so ein bisschen, dass in dem ehrenwerten Bestreben, die Rechte zu bekämpfen, manche innerhalb der Linken auf einmal nicht nur die Verschwörungstheorien kritisch aufgearbeitet haben, sondern sich auch dazu haben verleiten lassen, bürgerliche Politik und bürgerliche Medien schön zu reden und so zu tun, als sei Verschwörungstheorien das Privileg von Rechten oder Dumpfbacken mit Aluhüten, und dabei übersehen, dass Verschwörungstheorien, dass Desinformation, dass Fake News seit jeher zum Handwerkszeug im politischen Geschäft gehört. Es gibt sie auch von liberaler und linker Seite. Sie werden auch von etablierten Medien und staatlichen Stellen verbreitet, und jeder funktionierende Staat hält sich zu diesem Zweck einen Geheimdienst. Zum anderen ist es immer nicht so ganz leicht zu unterscheiden zwischen Verschwörung und Verschwörungstheorie. Eine der berühmtesten Geschichten, und wer von euch in der Schule Lateinunterricht hatte und etwas länger genossen hat, wird irgendwann mal auch die Reden und Schriften von Cicero gelesen haben, und da geht es unter anderem um die berühmte Verschwörung des Catilina. Und also diese Verschwörung des Catilina im Jahr 63 vor Christus endet mit der Hinrichtung der Verschwörer in Rom. Catilina selber kann flüchten, wird dann einige Wochen später mit seinen Anhängern in einer Schlacht oder einem größeren Scharmützel besiegt und stirbt. Und der italienische Maler Cesare Macari hat 1888 dieses Fresko, was ihr hinter mir an der Wand seht, gemalt. Und zwar für den Palazzo Madama, dem Sitz des italienischen Senats. Und diese Szene soll darstellen den Moment, in dem Cicero seine berühmte Rede vor dem römischen Senat hält. Also fängt, glaube ich, irgendwie an, wie lange noch, ruchloser Catilina, willst du unsere Geduld missbrauchen und so weiter und so weiter. Das Problem ist, das ist fake. So sah es nicht aus. Dieser Marmorpalast, der existierte nicht. Der römische Senat traf sich zu dem Zeitpunkt noch in einem ziemlich alten, engen und muffigen Tempel. Und was für die Darstellung gilt, gilt für die ganze Geschichte. Wir haben nämlich relativ wenig Quellen darüber. Das eine ist die Darstellung des Historikers Sallust. Das andere sind eben vor allem Briefe, ein Gedicht und die Reden von Cicero selber, also einem der Hauptbeteiligten, die über die Jahrhunderte als rhetorische Meisterwerke der lateinischen Sprache gefeiert und tradiert wurden. Was wir sicher wissen ist, dass Catilina ein Politiker aus dem Adel war, der bei den Konsulatswahlen des Jahres 63 gegen Cicero unterlag. Und vermutlich zettelte er einen Putsch an, das wäre jetzt nicht untypisch für die Zerfallsperiode der Römischen Republik, aber was sich im Detail abgespielt hat oder haben soll, wissen wir eben vor allem
aus der Darstellung eines Hauptbeteiligten, nämlich Cicerus. Und der hatte gute Gründe dafür, sich selber ins beste Licht zu rücken. Er hat nämlich die Anhänger von Catilina, die er in Rom erwischen konnte, ohne viel Federlesens exekutieren lassen. Und als römischen Bürgern hätte ihnen aber eigentlich ein Prozess zugestanden. Das hat Cicero umgangen damit, dass er sich als Konsul in dieser Situation außerordentliche Vollmachten hat einräumen lassen. Gleichwohl ein paar Jahre später hat sich der Wind gedreht und die politischen Gegner Ciceros haben ihn deswegen mit einem Jahr ins Exil bestraft. Ich erzähle die Geschichte von Catilina am Anfang deswegen, weil man sieht, dass selbst in einem so klassischen und berühmten Fall es schwierig bis unmöglich ist, im Nachhinein die Wahrheit zu rekonstruieren, die Grenze zu ziehen zwischen Verschwörung und Verschwörungstheorie, zwischen Realität und Fiktion. Wir werden heute Abend den Fall Catilina nicht klären. Wir werden auch nicht klären können, wer eventuell noch an der Ermordung von Kennedy beteiligt war. Und ich kann euch auch nicht sagen, in welcher Verkleidung und wo sich Elvis Presley herumtreibt. Ich versuche so ein bisschen einen analytisch-kritischen Zugang zu einem Phänomen, das in den politischen Auseinandersetzungen in der Vergangenheit und in der Gegenwart und sicher auch in der Zukunft große Bedeutung hat. Es ist ein weites Feld. Ich kann manches nur anreißen. Wir können das ein oder andere in der Diskussion nachholen. Die Schwierigkeit fängt schon bei der Definition von Verschwörungstheorie an. Es gibt keine allgemein akzeptierte Definition des Begriffs. Das ist jetzt nicht weiter verwunderlich. Es ist ein politischer Begriff. Der Inhalt ist nicht in Stein gemeißelt. Es geht um Deutungshoheit. Und es gibt eine ganze Reihe von Autoren, die den Begriff sogar grundsätzlich ablehnen und sagen, man sollte nicht Hirngespinste mit dem Wort Theorie aufwerten. Ist irgendwie nachvollziehbar. Sie schlagen Begriffe wie Verschwörungsideologie, Verschwörungsmentalität, Verschwörungspropaganda, paranoide Weltbilder vor. Und wie gesagt, im Prinzip kann ich den Einwand schon nachvollziehen. Man sollte tatsächlich nicht jeden Unfug mit dem Wort Theorie adeln. Andererseits steckt da auch ein bisschen, ja, wie soll man sagen, Ignoranz, Verdrängung, Dünkelhaftigkeit dahinter. Denn auch Ideologien wie Antisemitismus und Rassismus wurden von Wissenschaftlern entwickelt und in Akademien und Universitäten gelehrt und galten zu ihrer Zeit als Theorie. Dass Frauen aufgrund ihrer körperlichen Konstitution, ihres kleineren Gehirns nicht zu höherer Bildung fähig seien, das war vor 100 bis 120 Jahren der letzte Schrei der Wissenschaft. Also insofern, ja, sollte man jetzt ein bisschen runterkommen von dieser Diskussion. Und vor allen Dingen finde ich auch, der Begriff ist allgemein gebräuchlich und ich werde ihn deswegen auch im Folgenden verwenden. Ich habe mir aus den vielen Definitionen eine rausgepickt, die mir ebenso einfach wie zutreffend erscheint. Demnach stellen Verschwörungstheorien den Versuch dar, komplexe, als Missstand wahrgenommene Zusammenhänge als böswillig intendierte Machenschaften zu erklären, und zwar in monokausaler Weise. Sie konstruieren eine Gruppe von Verschwörern, die sich zusammengeschlossen haben, um geheime Ziele zum Schaden Dritter zu verfolgen. Also zum einen, es geht um bestimmte Zusammenhänge, bestimmte Ereignisse, bestimmte erwartete Ereignisse, bestimmte Phänomene, die als Machenschaften erklärt werden. Unterstellt wird eine Gruppe von Leuten, die im Geheimen wirkt, die einen gemeinsamen Plan verfolgt und die andere schädigen will. Ich glaube, das ist eine ganz brauchbare Definition. Was mir fast wichtiger erscheint als die Definition, sind die Unterscheidungen.
Also zum einen haben wir reale Verschwörungen. Ich werde nachher noch ein paar vorstellen. Denken wir mal an das Zeller Loch von 1978, wo der bundesdeutsche Verfassungsschutz ein Loch in die Mauer eines Gefängnisses sprengt und dann hinterher behauptet, das sei die RAF gewesen. Das ist so eine klassische Verschwörung. Oder die Versenkung des Greenpeace-Schiffes Rainbow Warrior in Neuseeland durch den französischen Geheimdienst, was man erst im KGB in die Schuhe geschoben hat. Also das sind sozusagen klassische, echte Verschwörungen, ausgeführt von Organen bürgerlich-demokratischer Staaten am Ende des 20. Jahrhunderts. Das zweite ist so ein eher diffuser Verschwörungsglaube, so ein allgemeines Misstrauen gegenüber den offiziellen Darstellungen und Verlautbarungen, sei es jetzt von Politikern oder von Medien, unspezifische Vorstellungen von geheimen Machenschaften, die noch nicht das Level oder das Niveau von einer ausgefeilten Verschwörungstheorie erreicht haben. Dann gibt es Verschwörungsfiktionen zum Zweck der Unterhaltung. Das ist die berühmte Illuminatus-Trilogie. Man könnte aber auch an die Romane von Dan Brown denken oder auch an Akte X. Dann gibt es, wie soll man sagen, Verschwörungstheorien als Arbeitshypothese. Also die Frage, inwieweit hat die russische Regierung den Wahlkampf in den USA beeinflusst, inwieweit hat Trump mit der russischen Regierung, dem russischen Geheimdienst und sonst wem kooperiert. Das ist eine Anklage, das sind Vorwürfe, die man vielleicht irgendwann mal verifizieren oder falsifizieren kann. Also das ist eine Verschwörungstheorie als Arbeitshypothese und das ist auch die ursprüngliche, zumindest im Englischen, ursprüngliche Bedeutung von Verschwörungstheorie, kommt aus der Kriminalistik und bedeutet, dass bei einem Mordfall die Polizei nicht weiß, ob es ein Einzeltäter ist oder ob es zwei oder mehr Täter waren. Und in dem Fall zwei oder mehr hat man diesen Begriff Verschwörungstheorie verwendet. Verschwörung von zwei oder drei Mördern gegen eine Person, die sie dann umgebracht haben. Also das ist die ursprüngliche Bedeutung von Verschwörungstheorie. Und Karl Popper, heute bekannt als einer der Vordenker des Neoliberalismus, ist, zumindest soweit ich das jetzt recherchiert habe, der Erste, der Mitte der 40er Jahre diesen Begriff für soziale Phänomene verwendet und von einer Verschwörungstheorie der Gesellschaft spricht. Ja, also der gebraucht den Begriff Verschwörungstheorie eigentlich als Erster in dem Sinn, in dem er heute landläufig in der Diskussion verwendet wird. Und Popper sagt, und das finde ich ganz interessant, sagt, eigentlich kann man das schon bei Homer feststellen, in der Ilias und in der Odyssee, wo die Menschen nicht selber die Geschicke bestimmen, sondern sind die Marionetten an den Fäden der Götter. Also die Götter ziehen die Fäden. Alles, was passiert, ist eigentlich Ausfluss dieses des Handelns einzelner Götter. Ihr erinnert euch so ein bisschen diese Geschichte, wo die einzelnen Götter dann direkt eingreifen auf der Seite ihrer jeweiligen Lieblinge oder auch untereinander was aushandeln, wer stirbt oder wer nicht stirbt oder wer weiterleben darf. Also jedenfalls, Popper sagt, das ist so der Anfang und in dem Moment, in dem in Europa die Religion an Bedeutung verliert, die säkulare Gesellschaft entsteht, tauchen die säkularen Varianten von Verschwörungstheorien auf und er lobt ausdrücklich Karl Marx als den Ersten, der eigentlich gegen Verschwörungstheorien argumentiert, indem er betont, dass es die sozialen Verhältnisse sind, dass es strukturelle Verhältnisse sind, die letztendlich das Leben jedes Einzelnen prägen, auch wenn jeder Einzelne jeden Tag diese Verhältnisse wieder mit reproduziert. Diese Verschwörungstheorien, also diese fiktiven Verschwörungstheorien, das ist das, worum es heute Abend geht. Und ist auch klar, dass die Unterscheidung, die ich hier mache, eine analytische ist, keine trennscharfe,
Produkte der Unterhaltungsindustrie werden oft als bare Münze genommen, fungieren oft als Wegbereiter und Multiplikatoren von Verschwörungsdenken, vor allen Dingen diese berühmte Illuminatus-Trilogie, Bestseller aus den frühen 70er Jahren hatte diese Funktion, und umgekehrt glaubten sehr viele Erfinder von Verschwörungstheorien auch an ihre Produkte. So, jetzt machen wir einen kurzen historischen Galopp. Nachdem ich vorher schon den Popper mit Homer zitiert habe, also man kann davon ausgehen, dass Verschwörungen und Verschwörungstheorien sehr weit in die Geschichte der Menschheit zurückgreifen. Für unsere Breitengrade, für den Mittelmeerraum, wird es greifbar in der Antike mit Vorwürfen gegen die Christen. Sie würden den römischen Staat gefährden, sie hätten Rom angezündet. Mit den ersten antisemitischen Vorwürfen gegen die Juden, die sich gegen die Menschheit verschworen hätten, die sich vor allen Dingen gegen die römische Herrschaft verschworen hätten. Und im Neuen Testament, vor allen Dingen bei Johannes, die Juden als Gottesleugner und Gottesmörder, als Söhne des Teufels. Im Mittelalter entsteht dann das Bild der Juden, die sich gegen die Christen verschworen haben, die ihre Kinder entführen, foltern und rituell schlachten, um mit dem Blut ihr Brot zu backen oder schwarze Magie zu treiben. Die Juden würden mit dem Christenblut versuchen, die Hörner zu beseitigen, mit denen sie angeblich geboren werden, oder den spezifischen Judengestank abzuwaschen. Sie würden Hostien stehlen und schänden und die Brunnen vergiften, um die Christen zu vernichten. Also man ging da stets davon aus, dass es sich nicht nur um einzelne Vorfälle handelt, sondern dass es ein Komplott der gesamten Judenheit gegen die Christen ist. Diese Ritualmordlegende wirkt weiter bis in die Neuzeit. 1946 kommt es in Polen zu einem Massaker mit über 40 Toten, nachdem sich das Gerücht verbreitet hat, ein christliches Kind sei entführt worden. Die kommunistische Partei greift hart durch, 12 Täter werden verurteilt, 9 werden hingerichtet, was in der Bevölkerung allerdings neue antisemitische Ressentiments auslöst, weil man nun sagt, ja, diese kommunistische Partei, die ist jüdisch dominiert und deswegen geht sie so gegen unsere Mitbürger vor. Diese Vorstellung vom Ritualmord, vom Kindsmord schwingt auch in Vorwürfen mit, die israelische Armee würde gezielt palästinensische Kinder töten. Die Ritualmordvorwürfe finden sich heute in der ungarischen Jobbik-Partei. Und in Polen ergab eine Umfrage 2011, dass 9% der Befragten solche Ritualmorde für eine Realität halten. Die zweite große Verschwörungstheorie des Mittelalters und der frühen Neuzeit ist die Vorstellung, Hexen würden im Bunde mit dem Teufel oder als Werkzeuge des Teufels die christliche Ordnung angreifen und zerstören wollen. Das ist insofern interessant, als die Kirche zunächst die Vorstellung von Hexen als Häresie bekämpft hat. Also wer behauptet hat, es gibt Hexen, wurde zunächst von der Kirche dafür bestraft. Dann dreht sich allmählich der Wind. Einer der wichtigsten ist Thomas von Aquin, einer der bedeutendsten Kirchentheoretiker des Mittelalters, der behauptet, Hexerei sei durchaus möglich. Es folgen einschlägige Erklärungen auch der verschiedenen Päpste bis hin zu dem berühmten Hexenhammer von 1486. Also ihr seht, wir befinden uns jetzt schon im Übergang zur Neuzeit, von dem Theologen Heinrich Kramer, in dem das Bild der Hexe systematisiert wird, also die Vorstellung vom Hexensabbat und so. Und der Kern der Sache, deswegen führe ich das jetzt hier unter Verschwörungstheorien auf, ist die Vorstellung, die Hexen würden sich mit dem Teufel verbünden, verschwören, gegen die Christenheit und diese angreifen und bedrohen. Diese Vorstellung von Hexen und Hexerei spielt bis heute im subsaharischen Afrika eine Rolle, etwa als Erklärung für den Ebola-Virus
Oder es gibt Legenden, wonach Hexen Seelen stehlen und verspeisen, also so magische Praktiken. Ihr seht also, auch diese Vorstellung ist nicht ganz verschwunden. Nächster Schritt in Europa ist, in der frühen Neuzeit, vor dem Hintergrund der Entstehung des modernen Staates, der in seiner Frühform ein absolutistischer Staat ist, im Idealfall, das heißt, die Macht ist hochkonzentriert und basiert auf dem Zugang zu einem Monarchen. Die Höflinge und Aristokraten intrigieren ständig um Einfluss auf diesen Herrscher, und es gibt in diesem Zusammenhang permanent Verschwörungen gegen Günstlinge und einflussreiche Minister, oder man wittert Verschwörungen. Der zweite Faktor ist die Reformation. Die verschiedenen Fraktionen, Katholiken und Protestanten, bezichtigen sich wechselseitig der Verschwörung. Die französischen Hugenotten werden bezichtigt, mit ausländischen Mächten zu kooperieren. Auch hier ist die Grenze zwischen Verschwörungstheorie und realer Verschwörung fließend, weil tatsächlich die französischen Hugenotten mit den protestantischen Mächten England und den Niederlanden sich verbündet haben und die wiederum Waffen geliefert haben oder Geld geliefert haben, um die zu unterstützen. Im anglikanischen England geht die Angst vor der katholischen Verschwörung um, dem Popish Plot. Auch da handelt es sich nicht bloß um Hirngespinste. Da gibt es diesen berühmten Gunpowder-Plot von Guy Fawkes und seinen Freunden, die 1605 versuchen, mit Sprengstoff den König und das Parlament in Westminster zu töten. Für die Zeitgenossen sind Verschwörungstheorien daher naheliegend, aufgrund der eigenen politischen Erfahrung, aber auch der klassischen Erziehung. Auch damals wurden solche Texte gelesen. Verschwörungen sind ein normales Instrument, unter anderem in den italienischen Stadtstaaten, weswegen sie bei Machiavelli eine große Rolle spielen. Und insbesondere diese Vorstellung von der katholischen Verschwörung wirkt sehr lange nach, ist zum Beispiel in den USA auch im 19. Jahrhundert immer noch wichtig. Samuel Morse, das ist der die Morsezeichen erfunden hat, der veröffentlicht 1835 ein Buch, Foreign Conspiracy Against the Liberties of the United States, in der er diese katholische Verschwörung gegen die USA beschreibt. Der Drahtzieher bei Morse ist der Fürst Metternich, also der österreichische Staatskanzler, die Figur, die in Europa die Heilige Allianz gegen alle liberalen und demokratischen Bestrebungen zusammenhält. Und hier sieht man auch so eine gewisse Ambivalenz, weil einerseits diese Furcht vor der Popish Conspiracy sich gegen das absolutistische Europa richtet. Also aus amerikanischer Sicht verteidigt man eine republikanisch-demokratische, fortschrittliche Staatsform gegenüber den Tyrannen Europas. Das ist der eine Aspekt. Und der andere Aspekt hat eher was mit Rassismus zu tun. Es geht gegen die Einwanderung von Katholiken. Also insbesondere auch von Iren. Da spielt es dann in den 1840er, 1850er Jahren eine immer größere Rolle. Also auch da sozusagen von der Motivation her eine sehr ambivalente Angelegenheit. Im Zeitalter der Aufklärung sind Geheimbünde angesagt, und zwar sowohl die realen als auch die eingebildeten. Es gibt diesen Hype um Rosenkreuzer und Freimaurer. Eine ganz besondere Gruppe von Freimaurern waren die Illuminaten. Das ist zunächst mal tatsächlich reale Organisation gewesen, die 1776 von dem Professor Adam Weishaupt in Ingolstadt in Bayern gegründet wird und die sich gegen die Machenschaften der Jesuiten wendet. Also dieses 18. Jahrhundert, schon vor der Französischen Revolution, gibt sozusagen zwei Hauptlinien der Verschwörungstheorien. Die Aufklärer, die fortschrittlichen Leute, wittern überall katholische, jesuitische Verschwörungen, was nicht so ganz abwegig ist. Die repräsentieren ja die Obrigkeit, die herrschende Macht.
Und auf der anderen Seite von Seiten der katholisch-konservativen Kräfte die Vorstellung von der Freimaurerverschwörung, die also die Gesellschaft in ihren Grundzügen erschüttern würde. Dieser Illuminatenorden hat kurzzeitig Erfolg. Mitglieder von anderen Logen laufen über. Tatsächlich nimmt die Gegenaufklärung die Freimaurer sehr bald ins Visier. Trotz der Verankerung der Freimaurer in der Oberschicht sehen sich die Freimaurer in vielen europäischen Ländern mit staatlicher Repression konfrontiert. Die Illuminaten werden 1784 vom bayerischen Kurfürsten verboten und gelten eben als gefährliche Verschwörer gegen die Obrigkeit und gegen das herrschende System. Und trotz dieser vergleichsweise kurzen und erfolglosen Existenz sind die Illuminaten bis heute der Lieblingsorden aller Verschwörungstheoretiker und gelten in sehr vielen Verschwörungstheorien als die heimliche Weltmacht. Da werden dann immer alle möglichen Symbole herangezogen. Angeblich ist die Zahl 23 eine Illuminatenzahl. Auch das allsehende Auge und die unfertige Pyramide auf der Dollarnote seien hier Zeichen. Die Illuminaten sind Garanten für Bestseller im Unterhaltungssektor. Das fängt schon 1802 mit einem Roman an, mit dem schönen Titel Miraculoso oder der Schreckensbund der Illuminaten. Geht dann über die schon erwähnte Illuminatus-Trilogie bis hin zu dem Krimi von Dan Brown. Befeuert werden diese Debatten im 18. Jahrhundert durch die Französische Revolution. Auf der einen Seite fürchten die Revolutionäre, auch hier durchaus zu Recht, aristokratische, konterrevolutionäre, ausländische Verschwörungen, die es durchaus gibt. Das Problem ist, dass die Jakobiner bald an jeder Ecke eine Verschwörung wittern und das Resultat ist der Terror. Langfristig geschichtsmächtiger sind aber die Verschwörungstheorien der Konterrevolution. Ihre Vertreter entwickeln die sogenannte Drahtzieher-These, also die These, wonach die Freimaurer hinter der Revolution stecken. In einer ersten Phase gelten die Juden als Nutznießer der Revolution, als Werkzeuge der Freimaurer. Und dann dreht sich das und auf einmal sind die Freimaurer diejenigen, die quasi die Marionetten der Juden sind. Eine wichtige Rolle spielt ein französischer Geistlicher, Augustin Barruel, der nach England flüchtet und von dort über die vermeintliche Freimaurerverschwörung publiziert. Dann eine Verbindung zu den Tempelrittern, den islamischen Assassinen, vor allem aber zu den Juden und dem Bankhaus Rothschild konstruiert. Und auf die Schriften von Barruel werden sich später Nationalsozialisten wie Alfred Rosenberg berufen. In Deutschland gelten die Juden als Nutznießer und Verbündete der Franzosen, insbesondere Napoleons, und als national unzuverlässig. Nur so als Hintergrund, die kurze Jakobinerrepublik in Mainz, die sehr schnell von den konterrevolutionären Truppen wieder niedergeschlagen wird, ist der erste Staat auf deutschem Boden, in dem Juden rechtlich gleichgestellt werden. Und diese Gleichstellung ist das, was die deutschen Antisemiten, die deutschen Liberalen auf keinen Fall haben wollen. Die Französische Revolution markiert damit einen Einschnitt in der Geschichte der Verschwörungstheorien insofern, als seit der Reformation zunächst Katholiken und Protestanten, dann Aufklärer und Konservative sich wechselseitig der Verschwörung bezichtigt oder realer Verschwörungen ausgeheckt haben und nun im Lauf der Französischen Revolution und der Entwicklung dieser Verschwörungstheorien rücken die Juden wieder, wie schon im Mittelalter, in den Mittelpunkt, in den Fokus. Im Lauf des 19. Jahrhunderts entsteht allmählich das, was wir dann später als jüdisch-kapitalistisch-bolschewistische Weltverschwörung kennen. Also im Zuge der einerseits der Entwicklung des Kapitalismus und andererseits der
Arbeiterbewegung und der sozialistischen Bewegung entwickeln am Anfang in erster Linie immer noch katholisch-konservative Kräfte die Verschwörungstheorien weiter und sagen, es sind die Juden, Juden wie Marx, die tatsächlich hinter dem Sozialismus stecken, die am Ende auch die Freimaurer und Liberalen, die sie jetzt noch nutzen als Marionetten, am Ende zerstören werden. Ein wichtiger Meilenstein in der Geschichte ist der Roman Biarritz, den Hermann Goetsche 1868 publiziert. Goetsche arbeitet als Spitzel, als Fälscher und Agent, Provokateur für die preußische Geheimpolizei und war ab 1848 Redakteur der ultrakonservativen Kreuzzeitung. In diesem Buch schildert er in einem Kapitel unter dem Titel Auf dem Judenfriedhof in Prag ein Treffen der Vertreter aller 12 jüdischen Stämme während des Laubhüttenfestes, das einmal in jedem Jahrhundert stattfinden soll. Die treffen sich dort und berichten, was sie in 100 Jahren erreicht haben. Levi erzählt, dass er viel Gold zusammengerafft hat. Reuben erzählt, dass er die Börse gegründet hat. Simeon kauft das Land auf. Judah kontrolliert die Fabriken. Manasse die Presse. Benjamin kontrolliert die selbstständigen Berufe. Ascher engagiert sich für gemischte Ehen und verführt nicht-jüdische Frauen. Naftali unterwandert die Bürokratien. Dan versucht, das Monopol über Brot, Butter, Schnaps und Wolle zu bekommen. Zebulon engagiert sich bei den Liberalen. Issachar treibt pazifistische Propaganda, um das Militär zu diskreditieren. Und Aaron versucht, die Kirchen zu unterminieren. Also ihr seht so die Vorstellung, die Juden sprechen sich untereinander ab, versuchen die verschiedenen gesellschaftlichen Bereiche zu unterwandern, zu dominieren oder zu zerstören und zu zersetzen. Dieses Buch bzw. dieses Kapitel als separate Broschüre wird in ganz Europa nachgedruckt, in Russland, in Frankreich, in Deutschland und spielt eine wichtige Rolle im Vorfeld von großen Pogromen, wo die Broschüre verteilt wird und gelesen wird. Die nächste Stufe spielt in Frankreich, die sogenannte Dreyfus-Affäre. Und der interessante Punkt daran ist der, dass zunächst mal diese Rechte, die sich gegen die französische Revolution stellt, ist eine klerikal-konservative Rechte, die mit Nationalismus erstmal nichts zu tun hat. Ganz im Gegenteil. Sie möchte die alten Kronen, die alten Monarchien wieder etablieren. Jetzt entwickelt sich und eben als erstes in Frankreich eine neue nationalistische Rechte. Der Bezugspunkt ist jetzt nicht mehr ein bestimmtes Königshaus, ein bestimmtes Adelsgeschlecht, das man wieder auf den Thron setzen möchte, sondern die Nation. Und aus der jüdisch-freimaurerischen Verschwörungstheorie der alten konservativen Rechten wird die jüdisch-kapitalistische Verschwörungstheorie der modernen nationalen Rechten. In Frankreich spielt dabei diese Dreyfus-Affäre eine ganz wichtige Rolle, weil sozusagen verschiedene Entwicklungen kulminieren. Die entscheidende Figur ist Edouard Drumont. Das ist der Mann mit dem Bart, den ihr da auf dem Titelblatt sieht. Er ist Journalist gewesen, Gründer und Herausgeber dieser Zeitung La Libre Parole. Sein wichtigstes Buch heißt Das jüdische Frankreich von 1886. Und seiner Meinung nach ist diese französische Republik, diese bürgerliche, antiklerikale Republik, eine jüdische Republik, in der die Juden alles kontrollieren und alles beherrschen, deswegen auch das Buch. Das jüdische Frankreich. Und er verbindet nun den traditionellen katholischen Antisemitismus, die Legende von den Ritualmorden, mit der Kritik an der Säkularisierung im liberalen Staat, der Möglichkeit der Scheidung, der zivilen Scheidung, der laizistischen Schule, das sind die Streitpunkte in Frankreich damals, und dazu auch den neuen rassenbiologischen Antisemitismus und Elemente des völkischen Antikapitalismus. Seit 1892 führte Drumont eine Kampagne gegen jüdische Offiziere in der französischen Armee, die er als national unzuverlässig diffamiert.
Für ihn ist die Verurteilung des Artilleriehauptmanns Alfred Dreyfus, einem Elsässer jüdischer Herkunft, ein gefundenes Fressen. Die Geschichte ist, ist wirklich spannend. Der Ausgangspunkt ist, dass eine Putzfrau in der deutschen Botschaft in Paris aus dem Papierkorb Schnipsel mitnimmt und dem französischen Geheimdienst übergibt. Der setzt es zusammen und behauptet, aha, da habe jemand geheime Informationen über die neuesten französischen Artilleriegeschütze an die Deutschen weitergeleitet. Und behauptet wird, dieser jemand sei eben dieser Artillerieoffizier Dreyfus. Ihm wird der Prozess gemacht, er wird aus der Armee verstoßen und bei dieser Zeremonie in Paris, als man ihm die Schulterklappen abreißt und den Säbel kaputt macht, also alles, was da so an Brimborium dazugehört, toben ringsum in den Straßen Zehntausende von Antisemiten und schreien antijüdische Parolen. Theodor Herzl ist als Journalist in Paris dabei bei diesem Prozess, er ist Prozessbeobachter und wird später sagen, die Umstände dieses Prozesses hätten ihn zum Zionisten gemacht. Also auch die Verzweiflung darüber, dass diese französische Republik, dass da solche Tendenzen, solche Strömungen gibt und die sich durchsetzen. 1897 werden Briefe eines Majors Esterhazy veröffentlicht, die zeigen, dass er der wahre Verräter war. Er hat den Deutschen diese Information gegeben. Jetzt wird das Ganze zur Staatsaffäre, denn die Anhänger von Dreyfus kämpfen für seine Rehabilitierung und ihnen stellt sich eine antisemitische Bewegung entgegen. Im Sommer 1898 wird entdeckt, dass weitere gefälschte Dokumente, vermeintliche Beweise gegen Dreyfus von einem Oberst Henri nachträglich fabriziert wurden, um die französische Militärführung zu schützen. Henri gesteht seine Taten und begeht Selbstmord. Drummond rechtfertigt diese Taten als patriotische Fälschung. Wir haben es also in dieser Dreyfus-Affäre einerseits mit einer tatsächlichen Verschwörung ab einem gewissen Punkt in der Militärführung zu tun und auf der anderen Seite mit französischen Nationalisten, die eine jüdische Verschwörung zugunsten des deutschen Erbfeindes stricken. Ihr seht, wie der Drummond auf dieser Karikatur auf dem Titelblatt da so eine Figur hochzieht, so eine armselige Figur, die einerseits durch ihre Nase als Jude gekennzeichnet ist und andererseits durch ihre Pickelhaube als Deutscher. Also sollten wir mal symbolisieren, die Juden sind unzuverlässig, sie kooperieren mit dem deutsch-preußischen Erbfeind. Wir haben um 1900 also schon eine sehr ausgefeilte Verschwörungsideologie, die Elemente der christlichen Tradition und rassenbiologischen Antisemitismus, die Vorstellung, die Juden kontrollieren den modernen Kapitalismus, verbindet. Symbol ist Rothschild, der hier auf dieser Karikatur die Welt in seinen Krallen hängt. Und vor diesem Hintergrund kommen dann die Protokolle der Weisen von Zion zusammen, die im Prinzip so ein bisschen wie diese Geschichte von dem Goethe funktionieren. Also jeweils bestimmte jüdische Führer berichten von ihrer Wühlarbeit auf ihrem Gebiet, mit dem sie sich beschäftigen, mit dem Ziel, die Welt zu beherrschen und dafür die verschiedensten politischen Richtungen auszunutzen. Also bis hin dann zu so Details, U-Bahnen, zum Beispiel würden auf Initiative der Juden gebaut, um die Tunnels später als Sprengstofflager zu nutzen und irgendwann ganze Städte zu sprengen und Chaos auszulösen. Und diese Protokolle entfalten nun in den folgenden Jahren, 1903 das erste Mal in Russland veröffentlicht, entfalten die eine ziemlich verheerende Wirkung, weil sie in bürgerlichen Kreisen von der orthodoxen Kirche, zeitweise auch vom Zaren geglaubt werden. Die erste russische Revolution von 1904, 1905 gilt als Ergebnis der jüdischen Verschwörung und natürlich auch die Oktoberrevolution. Im russischen Bürgerkrieg werden die Protokolle von Weißen und Exilanten als Beleg für eine jüdische Verschwörung in hohen Auflagen verteilt. Vor dem Hintergrund der Oktoberrevolution und auch nach dem Ersten Weltkrieg ließen sich die Protokolle wie Prophezeiungen deuten. Sie boten Entlastung für Militärs und Politiker,
für Industrielle, die gut verdient hatten, aber auch für Millionen einfache Leute, die aus Patriotismus und Imperialismus den Krieg unterstützt hatten. Die Juden waren schuld. Also mit der Oktoberrevolution und dem Bürgerkrieg und den russischen Immigranten kommen die Protokolle dann nach Europa. Während des Bürgerkriegs werden sie auch von japanischen Offizieren gelesen und mit nach Japan genommen. Also dieser Bürgerkrieg in Russland sorgt sozusagen dafür, dass diese Protokolle eine fast schon weltweite Verbreitung bekommen. Auch in Deutschland, ja, das ist hier nochmal die Oktoberrevolution als also eine Illustration. Die zeigen soll, da sieht man also, wie diese Figur da, die gefesselte Frau, die Mutter Russland darstellen soll, erdolcht. Und die Protokolle kommen auch nach Deutschland, spielen dort in der Weimarer Republik eine große Rolle, auch für die NS-Propaganda, für die Hitler, andere beziehen sich darauf, in der NS-Propaganda dann auch während des Zweiten Weltkriegs, wo der Weltkrieg immer gedeutet wird als einen Krieg, den die Anti-Hitler-Koalition auf Geheiß der Juden führt. So was dieses Propaganda-Plakat rechts symbolisieren soll. Hinter den Feindmächten steht der Jude. Die zweite wichtige Verschwörungstheorie in der Zwischenkriegszeit in Deutschland und Österreich ist diese Vorstellung von der Dolchstoßlegende, also vor allen Dingen auch von Hindenburg propagiert wurde, also die Vorstellung, im Grunde genommen seien die USA und die Sowjetunion Agenten des Judentums, die rote und goldene Internationale, das ist die Begrifflichkeit, die es schon vor dem Krieg gibt, und deren deutsche Handlanger hätten von hinten die deutsche Armee erdolcht oder auch die österreichische, das ist jetzt eine österreichische Version davon. Und ihr seht diese Figur, die den Dolch führt, die hat so mehrere Komponenten. Das ist zum einen die französische Marianne mit der Sans-Culottenmütze. Das symbolisiert die verhasste Demokratie. Sie ist gleichzeitig eine Frau, da stimmt dieses ganze Motiv Flintenweib, weibliche Emanzipation eine Rolle, und dann hat sie einen Davidstern und ist mit ihrer Nase und ihren Lippen für jeden Antisemiten zweifelsfrei zu identifizieren. Die Protokolle spielen auch nach 1945, werden die weiterhin aufgelegt. Kopfverlag kann man so eine Version davon haben, im Internet gibt es genug. Saudi-Arabien gilt als einer der Hauptexporteure von Ausgaben der Protokolle. Die Hamas bezieht sich in ihrer Deklaration, in ihrer Charta auf die Protokolle, und da heißt es, die Juden stecken hinter allen Geschehnissen seit der Französischen Revolution, sie kontrollieren die Medien und sie sind schuld an allen Kriegen. Also ist schon ganz interessant, weil es zeigt, dass die Autoren dieser Hamas-Charta sich nicht nur auf den Nahostkonflikt beziehen, sondern in die gesamte Tradition der europäischen antisemitischen Verschwörungstheorien aufgreifen und sagen, die sind an allem schuld, was seit der Französischen Revolution passiert ist. Also hier sieht man, wie sozusagen der europäische Antisemitismus exportiert wird und dann auch eben in anderen Gebieten und anderen Kontexten seine Wirkung hat. Ich habe am Anfang schon gesagt, es sind nur nicht nur Rechte, die Verschwörungstheorien ausdenken und verwenden, sondern das gibt es auch von links. Ich habe jetzt mal so als eines der drastischeren Beispiele die Sowjetunion und die Säuberungen der 20er und 30er Jahre genommen, wo die Argumentation auch immer die ist,
Es werden Prozesse gegen hochrangige Funktionäre geführt, denen vorgeworfen wird, sich gegen den Aufbau des Sozialismus verschworen zu haben und die Wirtschaft zu sabotieren. In der Stalin-Ära dienen solche Verschwörungstheorien als Legitimation für Säuberungen und Terror, spielen eine wichtige Rolle bei den Moskauer Prozessen, zum Beispiel bei dem Prozess gegen Pjatakow, einen alten Bolschewisten, dem vorgeworfen wird, er hätte mit Trotzki und den Nationalsozialisten sich verschworen, um die sowjetische Wirtschaft zu sabotieren. Da auch dieses Motiv des Dolchstoßes zu erkennen, eine Figur deutlich als Trotzki gezeichnet, die von hinten dem Rotgardisten in den Rücken stechen will, aber im letzten Moment von der GPU, also der Geheimpolizei, daran gehindert wird. Nach dem Zweiten Weltkrieg kommt es zu einer zweiten Säuberungswelle in der Sowjetunion, in ihren Satellitenstaaten. Auch hier lautet der Vorwurf gegen die Angeklagten Verschwörung gegen das sozialistische System in Kooperation mit Tito. Also es gibt diesen Bruch zwischen Stalin und Tito einige Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg, was dann dazu führt, dass im Machtbereich Stalins Leute als Titoisten verfolgt werden. Und der Vorwurf ist dann, das ist sehr beliebig, Kooperation mit Tito, Trotzkismus oder Kooperation mit dem Westen. Und was noch hinzukommt, und das ist nun deutlich antisemitisch, ist der Vorwurf des Zionismus und des Kosmopolitismus. Und auch so Bezeichnung von bei den Verschwörern handelt es sich um wurzellose Kosmopoliten. Ein großer Teil der Beschuldigten, der Verurteilten und der Hingerichteten waren auch tatsächlich Kommunisten jüdischer Herkunft. Der bekannteste Fall ist der Slansky-Prozess 1952. Slansky war vorher Generalsekretär der KP, selber Stalinist und wird am Ende exekutiert. Jetzt mache ich einen kleinen Sprung und komme langsam zum Ende. Wenn man jetzt so ein bisschen die Geschichte der Verschwörungstheorien nochmal Revue passieren lässt, dann kann man sagen, bis Mitte des 20. Jahrhunderts beinhalten Verschwörungstheorien immer die Vorstellung, dass eine bestimmte Gruppe von Verschwörern versucht, von außerhalb die gesellschaftliche Ordnung und insbesondere die staatliche Ordnung zu zerstören. Also Gruppe von innen oder außen, die sich gegen den Staat, gegen die staatliche Ordnung richtet. Jetzt kommt eine neue Form von Verschwörungstheorie dazu und die besagt, der Staat selber ist der Verschwörer. Der Staat selber wird von Verschwörern kontrolliert. Also entweder sind die Verschwörer der Staatsapparat oder der Staatsapparat fungiert als Marionette von Verschwörern. Das ist sozusagen ein anderer Inhalt, den ich für wichtig halte, weil die gesamten Debatten um die Ermordung von Kennedy, um UFOs und Aliens, die Mondlandung, die neue Weltordnung und von 9/11 stets diesem Muster folgen. Also der Vorwurf ist immer, die Regierung habe sich gegen die Bürger verschworen oder werde von Verschwörern beherrscht, die sich gegen die Bevölkerung richtet. Unschwer lässt sich darin schon dieses Motiv Elite versus Volk erkennen, das heute von der neuen Rechten, von Leuten wie Alain de Benoist, als zentrale Frontstellung benannt wird. Erstmals taucht es auf in den 30er Jahren in den USA im Kontext der Debatten um den New Deal, wo den Vertretern des New Deal und dem amerikanischen Präsidenten vorgeworfen wird, dass es eigentlich eine Verschwörung sei zur Einführung des Sozialismus. Dann kommt diese Geschichte mit Pearl Harbor, wo auch der Vorwurf ist, der Präsident hätte es zumindest gewusst, um das Land in den Krieg zu ziehen. Und dann in den späten 40er Jahren im Kontext der Antikommunisten-Hatz sagt der berüchtigte Senator McCarthy, es existiere eine große Verschwörung innerhalb der Regierung. Also in dieser Phase des Wahlkampfs dann auch vor
von 1952, der mit einem Wahlsieg der Republikaner endet, kommt der Vorwurf von der republikanischen Rechten gegen demokratische Politiker, denen man vorwirft, sie seien Teil einer Verschwörung. Und es endet dann mit dem Sieg von Eisenhower, einem Republikaner, und Richard Nixon, der sich im Wahlkampf da auch an diesen Verschwörungsvorwürfen beteiligt, wird Vizepräsident. Und in dem Moment, das ist ein bisschen der Unterschied zu Trump, in dem Moment, wo die sozusagen ihr Ziel erreicht haben und die Regierung stellen, rückt Nixon von diesen Positionen ab. McCarthy macht weiter, ist aber dann marginalisiert. Diese neue Variante von Verschwörungstheorie, also der Staat versus seiner Bürger, findet sich als Grundmechanismus dann eben in der UFO-Welle wieder, in der Nazi- und Milizenszene, im christlichen Fundamentalismus, findet sich wieder in den Turner Diaries von William Pierce. Das ist ja 1978 praktisch die Vorlage für viele Attentate, also der NSU möglicherweise, auch das Attentat in Christchurch in Neuseeland, die alle nach diesem Muster vorgehen, der Einzeltäter oder die kleine Gruppe. Und Pierce selber beschreibt eben in den Turner Diaries eine Verschwörung, einen jüdisch kontrollierten Staat, der versucht, die weiße Rasse zu ruinieren. Und findet es aber auch bei der Nation of Islam, also einer schwarzen Bewegung, deren Führer Farah Khan sich auf die Protokolle bezieht, der alle Varianten des Antisemitismus bedient, die Juden als Gottesmörder, die USA kontrollieren, die den Holocaust nutzen, um Sympathien zu gewinnen und so weiter und so weiter. Diese Variation, diese neue Variante von Verschwörungstheorien kommt auch in Deutschland an. Ein Haufen Werke von amerikanischen Autoren, ich habe einige hier aufgezählt, werden übersetzt. Das wichtigste Werk jetzt in der Esoterik-Szene ist sicher das Buch Geheimgesellschaften von Jan-Udo Hollei von 1993, wo der erste Band über 100.000 Mal verkauft wird und zunächst auch in sämtlichen Esoterik-Zeitungen positiv besprochen wird. Also der geht ganz weit in die Vergangenheit zurück, 300.000 vor Christus, infiltrieren Schwarzmagier die Priesterschaft Mesopotamiens und versuchen die Weltregierung zu errichten. Im 14. Jahrhundert, man fragt sich, warum sie so lange brauchen, tauchen die Schwarzmagier dann in Deutschland auf. 1743 trifft Meyer Amschel Rothschild in der Frankfurter Judengasse 12 reiche Juden, das sind die Weisen von Zion, die jüdischen Illuminaten. Sie planen die Weltherrschaft zu erreichen, indem sie drei Weltkriege entfesseln. Rothschild beauftragt dann Weishaupt, die Illuminaten zu gründen und so weiter und so weiter. Also das wird da über viele Seiten ausgebreitet. Am Ende siegen die Guten, nämlich eine Koalition aus Irdischen und Aliens, die sogenannten Hyperboreaner, die sind 4 Meter groß, blauäugige Vegetarier und leben unterirdisch im Himalaya. Also das ist jetzt natürlich sozusagen die skurrile Variante, wo man sich dann, wenn man es so zusammengefasst liest, ist es irgendwie recht witzig. Aber wenn man sich überlegt, die Auflage ist wirklich enorm. Und ich kann mich noch selber in den 90er Jahren erinnern, als ich noch gar nicht wusste, was da überhaupt drinsteht, dass ich das Buch bei einigen Leuten dann auch im Bücherschrank gesehen habe, wo ich mir dachte, als ich hinterher dann mich ein bisschen damit beschäftigt hatte, was da für eine unglaubliche Scheiße in die Köpfe tropft. Ein bisschen mehr so im bürgerlichen Mainstream waren diese Auseinandersetzungen über das Holocaust-Mahnmal in Berlin, wo zumindest Andeutungen von Verschwörungen, Verschwörungsgerüchte eine Rolle spielen. So zum Beispiel, wenn Rudolf Augstein, der damalige Spiegel-Herausgeber, sagt, ja, man müsse dieses Mahnmal kritisieren, es sei eigentlich unmöglich, aber man könnte nichts machen wegen der Haifische im Anwaltsgewand in New York, die tatsächlich die Macht hätten, das durchzusetzen. Oder die berühmte Rede von Martin Walser im gleichen Jahr über die Dauerrepräsentation unserer Schande, wie er sagt.
dahinter stecke eine Instrumentalisierung, also der NS-Verbrechen, der in Erinnerung daran zu gegenwärtigen Zwecken. Und schließlich lösen die Anschläge von 9/11 einen Boom der Verschwörungstheorien aus, nicht nur in Deutschland, sondern auch in vielen anderen Ländern. Der Kern ist immer der gleiche. Die eigentlichen Täter waren es nicht oder sie waren Werkzeuge anderer, der amerikanischen Regierung, der amerikanischen Geheimdienste oder des Mossad. Last but not least macht die Regression auch vor den Linken nicht halt. Die Vorstellung, Regierungen seien bloß Marionetten großer Konzerne, Kapitalismus sei nur die Herrschaft einiger weniger Banker und Börsianer, ist offen für antisemitische und verschwörungstheoretische Deutungen. Selten kommt es visuell so deutlich zum Ausdruck wie in diesem Happening von Globalisierungskritikern in Davos 2003, die da um das goldene Kalb tanzen. Man könnte noch einen Haufen andere Beispiele bringen, belassen wir es dabei. Compact, das ist eigentlich sozusagen die Kernkompetenz der Zeitung, alle möglichen Verschwörungen zu insinuieren. Das ist schon so ein kleiner Gipfelpunkt, finde ich, weil da auch nochmal Macron als Rothschilds Präsident bezeichnet wird. Echt viel deutlicher kann man es nicht machen. Wir haben den Naidoo, Baron Rothschild, ist auch relativ klar. Was dann aktuell eine ganz große Rolle spielt, ist diese Vorstellung vom großen Austausch. Also diese Vorstellung, die Flucht- und Migrationsbewegungen seien nicht das Resultat bestimmter politischer, sozialer, ökonomischer Verhältnisse, sondern seien eigentlich von finsteren Mächten gesteuert, wahlweise die US-Regierung, die amerikanische Zentralbank, die UNO, das Kapital oder auch die Eva Herrmann hat es immer sehr stark auf die EU bezogen. Und Sinn des Ganzen sei, die autochthonen Bevölkerungen zu ersetzen und Europa zu islamisieren. Der Björn Höcke, und das ist auch interessant, weil man da sieht, wie die operieren, hat in einer Rede 2015 das so erklärt, und zwar ganz vorsichtig, um sich juristisch nicht angreifbar zu machen: Die Flüchtlinge würden, Zitat, vielleicht doch als Migrationswaffe eingesetzt. Also irgendjemand verwendet die, irgendwelche finsteren Gestalten verwendet die als Waffe, um etwas zu erreichen, was die Destabilisierung Europas genannt werden kann. Die Rolle von Merkel, sagt er, über die könne man nur Vermutungen anstellen. Entweder habe sie den Verstand verloren, oder aber, Zitat, und die zweite Möglichkeit ist, das ist so unglaublich, wenn es so wäre, aber es ist tatsächlich eine realistische Möglichkeit in meinen Augen. Die zweite Möglichkeit ist, dass sie einen großen, großen geopolitischen Plan eingeweiht ist und diese wirklich durchführt. Also hier haben wir diese ganzen Komponenten. Die Verschwörung sitzt sozusagen im Zentrum des Staates. Der Staat selber, da gibt es nochmal irgendwelche höheren, finsteren Mächte, die die Regierung lenken und leiten, und die richtet sich Elite gegen das Volk. Diese Verschwörung richtet sich gegen das Volk. Es bleibt offen, und bei den klügeren neuen Rechten bleibt immer offen, wer der Drahtzieher ist. Andere sind da ein bisschen weniger diskret. Bei dem Neonazi-Aufmarsch in Charlottesville brüllen die Teilnehmer den Slogan Jews will not replace us. Die Juden werden uns nicht ersetzen. Das ist der eigentliche Kern. Die bringen auf den Punkt, wen die Nazis und die Faschisten meinen, wenn sie darüber spekulieren, wer eigentlich hinter dem großen Austausch steckt. Die Attentate und Massaker in Pittsburgh 2018, in Christchurch und auch jetzt jüngst dieser Angriff auf eine Synagoge in Kalifornien sind von den Tätern jeweils begründet worden mit Bezug auf einen jüdisch gesteuerten Bevölkerungsaustausch. Also da seht ihr, was das für Konsequenzen haben kann. Der ungarische Premierminister Orban, immer noch im Verbund der christdemokratischen Parteien in Europa,
attackiert Georg Soros und suggeriert, dieser stünde hinter der sogenannten Flüchtlingskrise und wolle damit die europäischen Nationalstaaten destabilisieren. Das heißt, wir haben mindestens eine Regierung in Europa, wenn nicht wahrscheinlich sogar noch mehrere, in denen diese faschistoiden, antisemitischen Verschwörungstheorien Regierungsprogramme sind. Es gibt noch als eine Variante die Vorstellung einer gezielten Islamisierung Europas, die Schaffung eines Eurabia. Also dieser Begriff Eurabia taucht bei der Rechten relativ oft auf. Er meint diese Islamisierung, diese Unterwanderung, diesen Bevölkerungsaustausch. Der Witz daran ist, dass dieser Begriff von einer britischen Autorin jüdischer Herkunft stammt, Giselle Littmann, 2005, die eine dezidierte Antisemitin ist. Und bei ihr steht vor allem der Schutz Israels im Vordergrund. Also sie sagt, es gibt eine Verschwörung der EU mit den arabischen Staaten, mit dem Ziel, zuerst Israel zu opfern und dann Europa zu arabisieren oder zu islamisieren. Der Begriff Eurabia wird von großen Teilen der Rechten verwendet. Diese pro-israelische Deutung findet sich eher bei einer Minderheitsströmung, der Gerd Wilders in Holland bezieht sich drauf, oder auch der Massenmörder Breivik in Norwegen hat sich explizit auf diese Deutung der Islamisierung, diese Verschwörungstheorie bezogen. Last but not least, die Klimaskeptiker, menschengemachten Klimawandel gibt es nicht. Verschwörung von Grünen und Marxisten, je nachdem, wo man lebt und wessen Politik man zu vertreten hat, wahlweise den USA oder China. Bei der AfD findet sich das in fast allen Programmen, diese Vorstellung. Ja, damit bin ich fast am Ende. Ich möchte am Schluss noch ein paar Worte zu dem Thema sagen, was macht Verschwörungstheorien so attraktiv? Warum hängen Menschen diesen Theorien an? Es gibt in der Literatur eine ganze Reihe von Erklärungsansätzen. Manche widersprechen sich, viele ergänzen sich. Ich will versuchen, so zum Schluss die wichtigsten Überlegungen so ein bisschen zu skizzieren, um vielleicht auch noch so ein bisschen meinen Senf dazu zu geben, was ich von den einzelnen Erklärungen halte. Die naheliegenden Erklärungen sind, dass Verschwörungstheorien die Welt, insbesondere beunruhigende Vorgänge, Dinge, die Angst machen, erklären, damit auch eine gewisse beruhigende Wirkung haben, weil wenn man was erklären kann, dann ist das schon die halbe Miete. Sie sind dabei enorm anpassungsfähig, sie sind flexibel. Man kann die Geschichten beliebig kombinieren, weil die Fakten ja nebensächlich sind. Und zum Beispiel relativ schnell nach dem Brand von Notre Dame tauchten im Netz die ersten Verschwörungstheorien auf, die besagten, das waren die Muslime, die die Kathedrale angezündet haben. Andere Autoren heben auf die individuelle Sinnstiftung ab. Sie sagen, jeder Mensch möchte eine Erklärung für die Dinge haben, die ihm widerfahren. Er möchte die Welt als kontrollierbar und vorhersehbar erleben. Und eine Verschwörung anzunehmen, sei in vielen Fällen beruhigender, als Zufälle zu akzeptieren. Verschwörungstheorien hätten auch den Vorzug, als Entschuldigungen oder Ausreden dienen zu können. Ein weiterer Erklärungsversuch ist zu sagen, Verschwörungstheorien sprechen Ängste und Ressentiments an, dienen als Projektion, bilden ein Ventil. Man kann bestimmte negativ besetzte Verhaltensweisen und Wünsche auf andere projizieren. Man kann Aggressionen auf andere ablenken, man kann uralte Feindbilder aktivieren. Ein weiterer Aspekt ist, dass Verschwörungstheorien zur Identitätsstiftung durch Abgrenzung dienen. Die Furcht vor Verschwörungen, vor Invasionen und vor Angriffen dient der Konstruktion nationaler Identität. Also sei es nun in den USA die Betonung einer protestantischen Identität gegenüber der katholischen Verschwörung, oder in Deutschland der völkische Nationalismus, der sich abgrenzt gegenüber den Franzosen und den Juden. Und schließlich zwei Punkte, die ich wichtig finde.
die eine Überlegung, dass die aktuelle Konjunktur von Verschwörungstheorien Ausdruck einer Legitimationskrise des politischen Systems sein könnte. Man könnte jetzt so im Sinne von Gramsci auch von einer Hegemoniekrise sprechen. Ein Indiz dafür wäre der Wandel der Stoßrichtungen, also dass die Verschwörung nicht mehr gegen den Staat sich richten, sondern der Staat selbst im Zentrum steht, der sich vermeintlich gegen die Gesellschaft wendet. Der amerikanische Historiker Knight spricht in einer Studie in Bezug auf die USA von einer populären Paranoia, von einer Low-Level-Everyday-Paranoia. Offizielle Erklärungen der Autoritäten zu Ereignissen werden angezweifelt, spätestens seit Watergate, und sei es auch manchmal nur ironisch und halb ernst. Dann gibt es auch die einschlägigen Umfragen, wonach mehr als 70% der amerikanischen Bevölkerung glauben, dass ihre Regierung in geheime und verschwörerische Aktivitäten verwickelt ist. Und Knight sagt dann, Verschwörungstheorien seien eben nicht nur eine Sache der Rechten, sondern auch der Gegenkultur der Linken. Sie richteten sich gegen imperiale Interventionen in Übersee und die damit verbundenen Machenschaften. Also hat man ja eine lange Kette von Eingriffen in Lateinamerika, der Tonkin-Zwischenfall, die Iran-Contra-Affäre und so weiter und so weiter. In Deutschland gibt es, war vor ein paar Tagen in der Zeitung, diese Studie der Friedrich-Ebert-Stiftung, wonach fast die Hälfte glaubt, politische Entscheidungen würden hierzulande von geheimen Organisationen getroffen. Ich bin bei diesen Umfragen immer ein bisschen vorsichtig, und zwar deswegen, weil sie doch stark beeinflusst sind von den konkreten Fragestellungen und die Antworten oder sich bei den Antworten durchaus realistische Einschätzungen, skeptische Einschätzungen der eigenen Regierung und Verschwörungsdenken vermischen. Also auch ich würde davon ausgehen, dass die meisten Regierungen auf diesem Planeten in irgendwelche geheimen Aktivitäten verwickelt sind. Also das heißt, wenn du die Frage so stellst, kannst du nicht wirklich auseinanderhalten, wer ist ein Verschwörungstheoretiker oder wer hat nur eine gesunde kritische Haltung gegenüber seiner Regierung. Wenn es sich um eine Legitimationskrise handelt, dann wäre ihre Grundlage eben auch eine falsche Vorstellung vom Staat als Garanten eines ominösen Gemeinwohls. Ihr kennt diese Sprüche, der Staat sind wir alle, Vater Staat und so weiter. Das heißt, dahinter würde kein kritisches Verhältnis zum Staat, sondern obrigkeitsstaatliches Denken stehen. Und insofern wären Verschwörungstheorien und die Begeisterung für Verschwörungstheorien Ausdruck enttäuschter Untertanen, eigentlich ein Teil dieser konformistischen Rebellion, wie der Volker Weiß die AfD und diese ganzen Bewegungen bezeichnet. Übersehen wird dabei, dass Staaten die Rahmenbedingungen der Kapitalverwertung garantieren müssen, nicht weil sie als Marionetten handeln, sondern schon deswegen, weil es ihre eigene Grundlage sichert. Nur wenn die Kapitalverwertung funktioniert, fließen die Steuern und der Staat kann seinen Apparat finanzieren. Es ist die Aufgabe des Staates in einer kapitalistischen Gesellschaft, die Grundvoraussetzungen der Kapitalverwertung zu sichern. Und deswegen kann nicht von unserem Staat die Rede sein, sondern es ist immer der Staat des Kapitals, egal welche Partei regiert. Zweitens besteht das internationale System aus Staaten, die in Konkurrenz um Macht und Einfluss zueinander stehen. Geheimdienste gehören in diesem Betrieb zum Standardwerkzeug. Die Überwachung der eigenen Bürger, Desinformation, Spionage im Ausland, denkt mal an den Schweizer Geheimdienst, der in Deutschland nach Leuten sucht im Zusammenhang mit diesen Steuerunterlagen oder der BND, der in Österreich spioniert. Desinformation, verdeckte, auch illegale Operationen sind keine Ausnahmen oder Auswüchse, sondern der Normalfall. Und das macht es natürlich schwer, reale Verschwörungen von eingebildeten Fantastereien abzugrenzen. Letzter Punkt. Verschwörungstheorien wollen alles erklären, und zwar indem sie fragen, wer profitiert davon, also wem nützt es, wie eben Krimi die Frage nach dem Motiv, die zum Täter führt. Verschwörungstheorien zeichnen sich dann dadurch aus, dass Konflikte und Widersprüche als unlautere Machenschaften gedeutet werden, Wirtschaftskrisen als das
Werk von skrupellosen Bankern und Börsianern, die dann als Heuschrecken oder Kraken karikiert werden. Da ist man schon nahe am Antisemitismus dran. Es sind solche einfachen Welterklärungen und scheinbar ebenso einfache Lösungen gesellschaftlicher Probleme, die Verschwörungstheorien attraktiv machen, bis weit hinein in die Linke. Und dazu kommt, dass die Alltagserfahrung eigentlich besagt, dass Handlungen zielgerichtet sind, dass es vergleichsweise einfache Ketten von Ursachen und Wirkungen gibt, aber sich eben das nicht auf gesellschaftliche Verhältnisse übertragen lässt. Einerseits ist diese Gesellschaft menschengemacht, wird von uns allen jeden Tag reproduziert, ist das Ergebnis individuellen Handelns, aber nicht einfach dessen aufaddierte Summe. Milliarden von Menschen handeln jeden Tag, wir sind alle durch das Kapitalverhältnis in Konkurrenz zueinander gesetzt und was dabei herauskommt, hat niemand genau so gewollt. Der gesellschaftliche Zusammenhang wird über Konkurrenz- und Tauschbeziehungen vermittelt und die Gesellschaft ist gerade nicht das Ergebnis geplanten, bewussten Handelns. Löwenthal und Gutermann, zwei Vertreter der kritischen Theorie, die sich 1948 mit als erste mit Verschwörungstheorien beschäftigt haben, wiesen darauf hin, dass das Gefühl, Opfer von mächtigen Einflüssen zu sein, nicht per se paranoid sei. Nicht völlig falsch, weil unser Leben tatsächlich von mächtigen Faktoren abhängig ist, die der Einzelne nicht kontrolliert und die schwer zu begreifen sind. Aber eigentlich wäre das der Ausgangspunkt für Aufklärung, für Auseinandersetzung und der Frage nach den strukturellen Verhältnissen. Der Marx'sche Begriff der Entfremdung und später sein Fetischbegriff zielen genau darauf, dass die Grundstruktur der Kapitalverwertung, wir könnten ergänzen, Staat und Nation, Weltmarkt und internationale Konkurrenz, von den meisten nicht hinterfragt werden. Stattdessen werden die Ursachen für negative Folgen für als chaotisch und widersprüchlich erscheinende Verhältnisse personalisiert oder als Auswüchse angeprangert. Dabei finde ich, dass Personalisierung nicht völlig falsch ist, weil unser konkretes Handeln nicht komplett determiniert wird durch Konkurrenz- und Kapitalentscheidungen. Jeder Einzelne trifft Entscheidungen. Es bleibt deshalb richtig, konkrete einzelne Verantwortliche zu kritisieren und anzugreifen. In der Debatte um den Nationalsozialismus sprechen wir zu Recht von Tätern, was wir nicht könnten, wenn wir annehmen würden, dass die Strukturen uns komplett determinieren. Aber genauso konkret und persönlich wollen Verschwörungstheoretiker in aller Regel ja gar nicht werden. Sie raunen lieber von anonymen Mächten und allenfalls, wenn sie jemanden konkret benennen, dann handelt es sich um Juden. Rathenau in der Weimarer Republik, Rothschild seit einer längeren Zeit oder Soros in der Gegenwart. Wichtig ist, dass wir politische und wirtschaftliche Ereignisse einerseits als Ergebnis von gesellschaftlichen Strukturen begreifen, die andererseits von Menschen umgesetzt und in ihrer konkreten Erscheinungs- und Verlaufsform bestimmt werden. Das ist meiner Meinung nach auch der Schlüssel zum Verständnis, auf dem wiederum sich Ansatzpunkte für emanzipatorisches Handeln finden lassen müssten. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Und bin ich